So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Also wir befinden uns hier an einem Lagerfeuer, wie auch sonst, ne? Ja, es sieht eigentlich im Moment ganz gut aus, was das Kartenaufdecken angeht, die ganzen Gebiete, ne? Und ja, ich würde sagen, wir kümmern uns hier um dieses Gebiet hier tatsächlich. Hier so alles drumherum, was wir hier noch nicht aufgedeckt haben, das machen wir. Und je nachdem, wie schnell wir hier durchkommen, gucken wir mal, ob wir hier noch eine neue Quest machen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und wir sind ja von der Hauptstory schon fast am Ende. Deswegen machen wir ja so viel Aufdecken und Nebenquests. Die Frage ist, also wie gesagt, mir wurde zugetragen, dass man theoretisch storymäßig den DLC vor dem Ende der Hauptquest machen sollte. Ich denke mir persönlich, der DLC kam ja danach raus. Das heißt, die Fragen, die wir dann haben, falls es Fragen gibt nach der Hauptquest, würden ja dann womöglich im DLC beantwortet werden. So, das heißt, ich bin mir noch nicht sicher über die Reihenfolge, wie wir es machen. Diejenigen, die das schon durchgespielt haben, können ja mal sagen, was mehr Sinn macht. Und dann würde ich mich daran so ein bisschen orientieren, weil ihr wisst ja schließlich dann, in dem Fall mehr als ich. Ja? So. Was wir auch noch mal gucken müssen. Ich muss hier noch mal gucken. Rattenhaut und Gänse. Ratten und Gänse. Das ist ein Fuchs. Ich glaube, das ist eher was, was wir mal ganz zum Schluss machen können. So, Schnappmaulareal haben wir entdeckt, sehr gut. Können wir direkt weitergehen, gehen wir hier hin. Unser nächstes Ziel. Ich habe jetzt ja auch keine Möglichkeit, irgendwie mal ein Reittier zu kriegen. Deswegen machen wir es jetzt alles zu Fuß. Wird schon schief gehen. Lagerfeuer entdeckt, sehr gut. Gehen wir da mal eben ganz kurz hin. Schnell speichern. Zack, zack. So, weiter geht's. Machen wir das Areal, bevor wir dann uns die Blume holen. Okay, Stürmer. Entdeckt, sehr gut. Dann gucken wir mal hier oben irgendwo ist die Blume. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es scheint hier aber ein Weg zu sein. Ja, ich höre die Habichte schon. Kommen wir hier irgendwie hoch? Also das hier ist definitiv der Weg, der dafür gedacht ist. Jetzt mal behaupten. Irgendwo klettern können, oder? Ach, hier geht's. Ach, hier geht's weiter auch. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. Wer ist denn da? Hey, Kumpel. Jetzt oder nie. Boom. Hallo, Freunde. Auch definitiv. Oh, hallo. So. Okay, here we go. Aua. So. Tschüss.
Was chillst du denn da hin? Aua. Ah, ich hab doch hier. Ist das hier nicht sowas? Hab ich nicht jetzt irgendwie so eine Resistenz dagegen oder sowas? Ich glaube nicht. Aber nicht. Ich habe den falschen Trank genommen. Weil ich die so selten benutze. Das hier? Muss ich sowas benutzen? Ne, das ist gegen Brand, ne? Boah. Oh. Er hat gescheppert, Kumpel. Er hat gescheppert. Da. Okay, sehr gut. Muss ich nur noch das Blümchen finden. Vorstellen, genau, dass es da drüben ist. Jawohl. Ja gut. Ja gut. War das auch. Okay. So, Karte. Wir könnten hier hingehen. Oder wir gehen hier runter. Hier habe ich noch ein Lagerfeuer, was ich nicht gemacht habe. Das markiere ich mir. Wir gehen hier hin. Und dann gehen wir erst zu dem Lagerfeuer und dann machen wir. Das heißt, dann machen wir vielleicht sogar eine Quest, wenn wir schon. Muss ich nur mal eben gucken. Muss ich dafür hier lang? Nein, falsch. Andere Richtung. Können wir jetzt so einen Stürmer da kurz schalten, aber. Weiß ich nicht. Kommt mir gelegen. Greift mich nicht an. Lasst es einfach sein. Ihr verliert eh gegen mich. Uthan läuft auch schon weg. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. So. Leben schon mal wieder aufgefüllt, das ist gut. Haben wir aber gerade viel eben verloren gegen die Habichte. Gut. Ist wie es ist. So, Lagerfeuer haben wir hier. Sehr gut. Einmal speichern. Schön. So. Wir haben jetzt hier noch dieses Gebiet hier, ne? Da haben wir noch nicht so viel. Da haben wir schon viel, aber da sind noch ein paar Sachen offen. Hier ist auch noch eine Brutstätte. Die würde ich in der nächsten Folge direkt mit anfangen, mit der Brutstätte, ne? So, ich würde sagen, die Questen machen wir da. Wir reisen jetzt hier hin. Und schauen mal, was wir hier für eine Nebenquest haben. Mal kurz orientieren, da lang. Kann dir helfen, ja. Chill. Sonne und Schatten. Du hast doch den Sonnenkönig gerettet. Dein zweites Gesicht hat den Osseram-Verräter aufgespürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhorns mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt.
Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Ich habe nur die besten Waren. Okay, gut. Nehmen wir die Quest. Reden wir mit dem Verwalter. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Der er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Okay. Ah. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Untersuche den Tatort. Da ist das Fenster. Blutstropfen, die von hier wegführen. Ich mache dir einen guten Preis. Okay, gucken wir mal. Untersuchen wir das Blut. Boah, da ist aber viel Blut. Mehr Blut. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Boah, Feuerspucker. Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schleicht. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Schauen kostet doch nichts. Nur weil es ihm nicht gelungen ist, den Sonnenkönig umzubringen, ist er längst nicht unschuldig. Er muss dafür bezahlen. Hm? Wer ist denn hier unser Zeuge? Sieh dir mal diese Waren an. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir eine. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Ja, mach dir keinen Kopf. Konnte seine Hüsen. Hier zum Fuß der Treppe. Okay. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Gehe weiter. Gehe weiter. Und lebt trotzdem noch? Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier langgerannt ist. Du. Okasha. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Okay. Anstand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hey, kleiner Junge. Okay, reden wir nochmal. Was ein Hin und Her. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen.
Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Okay, gehen wir zur Wassermühle. Ist da, also machen wir Schnellreise. Dafür decken wir die ganze Lagerfeuer auf. So, mal kurz orientieren. Wassermühle hier. Okay, Wassermühle jetzt wieder woanders. Dann auch immer mal so ein bisschen, ne? So, hier sind sie. Freunde bei der Wassermühle. Klapp. Da ist es gut, eine Pause zu machen. Reden wir mit Kindiv. Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten. In ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ja, easy. Ah, bisschen Action jetzt hier. Jetzt zur Weggabelung. Ja, 1500 Metern? Was zum Teufel? Ach, guck mal. Direkt da am Lagerfeuer. Aber ich will nicht direkt in dem Schlamassel rein spawnen. Nicht, dass da auf einmal Gegner sind und ich bin mitten in Maschinen und Schattenkarja und allem möglichen Kram. Das checken wir lieber erstmal so ein bisschen von außerhalb. So. Vorsicht da unten. Ja, ich komme. So. Ach so, was ich mal fragen wollte, ne? Ist mir mal so eingefallen. Ist das so in Ordnung, wie wir das machen? Also mit allen Nebenmissionen und allem Pipapo? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, eine Gabelung. Könnte man sich auch, einige Sachen könnte man auch verkürzen? Ich bin halt so ein Typ, ich will halt alles spielen. Ne? Also so viel wie möglich, die Trophäen alle machen, Platin holen und so weiter. Aber ich weiß halt nicht manchmal, was lohnt sich zu zeigen und was sollte man eher offline machen. Also wenn da irgendwelche Tipps sind,
Ja, ich habe da ein offenes Ohr. Also wenn ihr sagt, ja, das und das muss jetzt nicht unbedingt sein, hier so das Aufdecken und die Nebenmission. Gut, dann mache ich das offline. Dann machen wir nur straight die Hauptmission. Oder ihr sagt, auch wir wollen schon den gesamten Ablauf sehen, dann machen wir das. Also habe ich kein Problem mit. Kommt ja für mich aufs Gleiche raus. Nur ich muss halt wissen, was ich dann alles so aufnehme. So, jetzt müssen wir hier erstmal eben gucken. Versuche das Lager. Welches Lager denn? Wo ist es denn? Das Lager. Achso, hier das Lager. Ah, hier. So. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. Versuche die Stoff. Hä, wo sind denn hier Stofffetzen? Da! Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Ja, dann. Na also. Mal sehen, wo sie hinführen. Okay, let's go. Echt gespannt, wo sie hinführen. Da, ja, Gott. Berg rauf. Mach das mal so. Haben wir auch alles wieder voll, das ist auch gut. Oh, hier hin. Ah, guck mal, hier waren wir nämlich auch noch nicht. Okay, spannend. Ein Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Ja, hoffentlich. So, lass uns erstmal hier in Deckung gehen. Weil wir sehen hier nämlich Freunde. Wir haben ja Präzisions. Hasta la vista. Ja. Erstmal schön die Leute alle wegsnipen. Auch noch welche. Okay. Dich hätte ich ja beinahe übersehen, Kumpel. Aber auch nur beinahe. So. Ach, guck mal, da kommt er. Ja, Kumpel. Der andere steht da noch. Auch down. Mal gucken. Ploppen ja immer noch ein paar mehr auf, ne? Wer denn da hin? Der hinter dem Felsen? Da kommen wir sogar hoch. Wo ist er hin? Da ist noch einer. So, hier bin ich. Wer? Ach, er hier oben? Ohne Scheiße. Okay, let's go.
Mist, ey. Das war natürlich nicht so geplant. Wie der Ampelmann da sieht. Ey, auch gar nicht am Schirm, bin ich ehrlich. Okay, naja. Ist wie es ist. Ach, guck mal, da ist er auch. Das ist unser Freund da hinten. Hey, Kumpel. Boah. Ein Ausfallschritt. So, ich würde aber trotzdem sagen, ich würde hier gerne mal hochgehen. Okay. Ah, der ist down. Ist er noch? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die extra looten soll, ne? Bin ich ehrlich. Die haben die Scherben nicht ehrt, ne? Jetzt das. Scherben nicht ehrt ist das Herz nicht wert oder so. Geht das so, glaube ich. Also mal 11 Metallscherben. Moment, nein, jetzt komme ich hier. So, wir sind drin. Da sind noch ein paar Freunde. Schalten natürlich jeden aus. So. Jetzt haben wir auch das Lagerfeuer. Es gibt ja keine Trophäe, Besitze oder schalte alle Lagerfeuer frei. Sie haben Nassan also erwischt. Aber wenn? Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabe? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube. Sie hat gesessen. Oh, hallo. Wir werden alle draufgehen. Oh. Augen auf die Verdammten. Oh. Hey, Kumpel. Der hat der Reihe nach abgeknallt. Ja, das werdet ihr. Ich habe was gebrochen. Hast du was gebrochen? Ja, es tut mir leid. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Was? Sehr schön. So, okay. Er war wahr. Ist ja nicht, dass der so viel aushält, der Typ. Lass mal eben hier gucken. Plündern er immer. Okay. Ja, was geht ab? Kindiv schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Okay. Folgen wir Nasan. Kennt sich aus. Achso, hier willst du lang. Okay. Willst du zuerst? Thank you.
sieht das also aus, wenn man das macht. Da bisher immer nur die andere Perspektive gesehen. Oh. Ja, warte. Oh. Bin bereit für dich. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein. Ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Yo. Mach's auch gut, Kumpel. Kehre zu Ravan zurück. Okay. Das ist praktisch dann der Abschluss der Mission. Hier gehen wir da hin. Also ich muss aber sagen, dass dieses goldene Schnellreisepaket, was wir ja relativ schnell eigentlich gefunden haben, das ist schon geil. Aber ich glaube, das hätte man auch so irgendwann bei einem Händler gefunden. Ne? Also ich wäre dann auch auf die Idee gekommen, wobei es war ja relativ, ja doch, es war ja zufällig bei mir. Es war ja nicht im Zuge einer Mission oder sowas. Nee, genau, ich war ja bei dem Händler. Genau, und dann habe ich es zufällig gesehen, ja, genau. Genau, genau. So, da waren. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Ja, perfekt. Haben sich alle an die Abmachung gehalten. Sehr gut. Okay, gut. Bemerkenswerte Belohnungskiste? Okay. Ich werde jetzt offline mal eben beim Händler verkaufen und sowas alles. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier hin, ne? Machen wir da die Brutstätte. Und da, das wird auch dauern, glaube ich. Also das wird die nächste Folge dann sein. Hier haben wir noch Panzerwanderer, die wir aufdecken können. Hier haben wir noch eine Blume. Ja, uns wird nicht langweilig werden. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.